Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rome Total War 2 mit den Makedoniern. Wir haben letztes Mal unsere Brüder im Geiste verjagt, also Rebellion. Dann haben wir überlegt, ob wir Pergamon vernichten, weil der ist ein bisschen zu stark jetzt. Und ich habe mir überlegt, dass ich das auf andere Art mache. Und zwar, das ist ziemlich lustig, beziehungsweise, naja, ziemlich lustig. Also, wie groß ist der denn? Hier ist, Ja, wobei, nee. Ich habe nämlich überlegt, ob ich Pergamon jetzt ein bisschen Geld gebe, damit er eine Armee aufstellen kann und Pergamon, nee, Entschuldigung, Seleukiden Geld gebe, damit er Pergamon rausschmeißt, damit ich Seleukiden nicht platt machen kann. Aber, ich habe gerade gesehen, Seleukiden sind ziemlich groß. Deswegen, die brauchen gar kein Geld von mir. Ich werde jetzt das anders machen, und zwar werde ich Armenien erstmal platt machen, damit die jetzt nicht nach, nach einer Weile dann denken so, weißt du was, hier ist ein bisschen blöd, dass ich hier weggegangen bin und deswegen greife ich jetzt an und wir sind irgendwo in Persien unterwegs. So, Fähigkeit ist unterwegs, aber ja, die Fähigkeit werde ich nicht verteilen. Super. Wir müssen jetzt, schon wieder. Der gibt echt nicht auf. Der gibt echt nicht auf. Vor allen Dingen, ja, was? Ja, das ist jetzt irgendwie in der anderen, im Epirus Let's Play, haben wir auch jedes Mal diese Schlacht hier gehabt. Weil immer, Sparta und dann Athen gekommen ist und jedes Mal so eine Verteidigungsding, und jetzt ist es irgendwie genauso. So, aber dieses Mal werde ich hier das ein bisschen anders machen, beziehungsweise genauso, weil die Flotte danach ist eine normale, so eine Invasionsflotte, und deswegen kann ich das dieses Mal wirklich so machen, weil letztes Mal habe ich ja meine Garnisonsflotte verloren. Bürgerwehr klingt wie Feuerwehr, nur ein bisschen komischer. Genau. Letztes Mal habe ich ja versucht, die auch aufzuhalten, aber das ging nicht. Beziehungsweise das hat nicht so gut geklappt, weil da eine Flotte kam. Und da kommt jetzt eben eine Invasionsflotte und mit Transportern. Und das heißt, ich muss jetzt nur die da platt machen. Unser General wird angegriffen. Das war übrigens sehr nett von ihm. So, jetzt kann ich hier schön rumoren. Männer wanken. Sehr schön. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Wieso flieht der jetzt eigentlich? Der hat gar keinen Grund dazu. So, jetzt. Kameramodus aktiviert. Bam.
Sound nochmal aktivieren. Autsch. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Na gut. Macht er das jetzt wirklich? Er macht's wirklich. Er macht es halt wirklich. Krass. Ihr braucht. Ja, jetzt könnt ihr eigentlich wieder schießen. Ja, Junge, das macht man halt einfach nicht. Warte, nee, nee. So, jetzt könnt ihr. Okay. Jetzt müsst ihr nicht mehr. So, gut. Das war das Nummer 1. Und dann kommt der jetzt gleich her. Und ja, das kennen wir ja von der letzten Runde schon. So. Die haben halt nichts verloren, ne? Die haben keinen einzigen. Oh, oder einen. Na. Was weiß ich. Wie so ein Tanz. So, der geht wieder nach hier. Möchte ich meinen. Oder auch nicht. Das sieht so lustig aus. Naja. Oh, super. Nee, der buggt jetzt, oder? Ach, Kacke. Na, das ist. Das ist jetzt sehr schlecht. Das ist jetzt sehr schlecht. Ja, das heißt, ich muss jetzt. Das ist ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen blöd. Also, wenn die da anfangen so rumzubacken, dann muss man ja eigentlich die 50 Minuten vergehen lassen. Und dann, ja. Und dann gewinnt man halt durch Zeitverstreichen, aber das ist halt echt ein bisschen nervig. Wieso gehen die jetzt weg? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Oh, jetzt wieder ein sehr hübsches Sandwich machen. Und
und auch nicht. Oder doch. Und runter. Bürgerwehr. Alter, wir haben noch nichts getroffen. Komm schon. Echt jetzt? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Im Nahkampfeinheit siegt klar und dann. Ja, das ist nicht gut. Was, die Gladiatorinnen waren so cool. Okay. Das hat er denen wehgetan. Okay. Jetzt sieht's aber. Was machen die denn da? Jetzt sieht's aber sehr viel besser für ihn aus. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ha. Aber trotzdem gewinne ich durch meine Fernkämpfer. Auch wenn der Ups. Ja, egal. Die sich jetzt halt opfern. Schön in den weichen Rücken. Eine Salve. So, immer schön ausspielen. Das ist es halt, solange ich Steine habe zum Schmeißen, bin ich gut aufgehoben. Aber das ist halt auch die Frage, wie lange es noch geht.
Super. Keine Steine verschleudern. Verschwenden. Ja, dann mach mal doppelte Geschwindigkeit hier. Und 3, 2, 1. Gut, weiter. So, cool. Der steht mit dem Rücken zu mir. Oh. Tja, dann ich bin mal ganz froh, dass der... Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Dass der mit denen rumgebackt hat oder auch mit dem. Jetzt bin ich mal gespannt. So. Und sonst so? Leider gerade nicht viel zu erzählen. Ja, ne? 120. Okay, der hat sich frühzeitig umgedreht. Weil. Jetzt ist die Frage, was zuerst alle geht, meine Steine. Oder sein Leben. Ich muss halt immer das abwarten, bis er mir den Rücken zudreht. Gleich dreht er sich wieder um, oder nicht? So, ich glaube, ich skippe das jetzt, weil das ja einfach nur langweilig ist. Weil, also, selbst wenn ich das jetzt gewinne, also ich gewinne das, weil der kommt ja nicht an mich ran. Ja, es gibt noch zwei Schiffe von dem. Und die kann ich nicht besiegen, weil ich keine Schiffe mehr habe. Na gut. Also, bis gleich. So, ja, wir haben verloren. Zwei haben angefangen plötzlich zu banken und dann, keine Ahnung, hatten die anderen auch keinen Bock mehr. Aber das ist, ja, nicht ganz so verheerend. Also es ist kacke. Aber ja, so
Torso ist eine Armee und die wird da schon wieder aufräumen. Wieso geht er zurück? Oh Mann. Greift auch. Wir können hier echte Verträge zwischen unseren Völkern ab. Ja, könnten wir. Echte Verträge. Besser als unechte. Hohohoho. So, der da geht dann nächste Runde Richtung Rom. Das ist auch nicht sehr historisch, aber mal was soll man machen? So, hier. Ja, also, was erwartest du denn? So. Kommt so nah hin und dann will der trotzdem nichts. So. Oh ne, oder jetzt erobert der das, ne? Ich kenne doch diese Macho-Typen. So, dann mache ich hier mal nochmal das da. Wieso sind die jetzt auch negativ? Kulturelle Unterschiede. Wieso ist jetzt Balkan wieder hoch? Ist doch doof. Hä? Ist doch voll dämlich. Was mache ich jetzt mit dem Stolz? Ich gehe erstmal hier rein. Wieso ist jetzt überall Minus? Hä? Ich verstehe das nicht. I don't understand. I do not understand. Voll dämlich. Na, das an den habe ich wieder vergessen. Wo geht der Römer hin? Ja, tschüss. Ah ja, dann töte den. Ist mir doch egal. Du hast zwar jetzt. Also eigentlich hast du... Ja, sink schneller. Eigentlich hat er andere Probleme, aber hey. Mei. Wenn es ihm gefällt. Ehrenhafter Tod, Admiral. Naja, oh nein, ein Kind ist gestorben. Oh. Rebellionen bevorstehen schon wieder. Achso, hier. Ja. Ja, nein. Kann passieren. Da habe ich Pikiniere, das ist mir egal. Gut, dann auf geht's, ne? Warte, ich befördere die noch. Dann machen die ein bisschen mehr Damage. Du bist doch ein Popel. Dann gehe ich halt wieder zurück. Ah, diese. Boah, Sparta. Vor allem das Tolle ist, jetzt ist Sparta groß. Sparta ist viel zu groß. Aber Sparta ist mein defensiver Verbündeter. Ach. Ist doch alles nur doof. Ah, okay. Und die sind jetzt auch weg. Naja. Und nu? Was mache ich denn? Was mache ich denn jetzt? Uiuiui. Banner heben. Oh, geil. Mit dem würde ich jetzt liebend gerne jemanden angreifen. Sehr, sehr gerne.
Wieso habe ich den weggemacht? Das war doof. Ja, und jetzt? Pergamon macht sich viel zu groß jetzt. Aber Seleukiden werden wirklich von allen Seiten angegriffen. Das ist ein bisschen negativ. Warte mal. Geh mal da raus. Okay, minus 2. Na gut, dann bleibe ich drin. Du gehst... Ja, komm. Also, ich lasse jetzt Pergamon erstmal so und greife und mache Seleukidenblatt. Das passt schon. Du gehst jetzt mal in Eilmarsch hier runter. Und dann war es das für diese Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es trotz allem gefallen. Wir sind jetzt ein bisschen, ja, also, ich habe es mir ehrlich gesagt einfacher vorgestellt. Wir hätten mit Pergamon nicht Frieden machen sollen, weil der ist viel zu groß geworden jetzt. Und Sparta eigentlich auch, aber das Problem ist, dass Sparta und ich hätte wirklich Sparta besiegen müssen, weil das könnte ich eigentlich jetzt auch machen. Weil, dann schicke ich den wieder zurück. Das Ding ist, Sparta ist ja vor dem Aufblühen, sage ich mal, von Makedonien gefallen. Das habe ich ja vor 3 Runden oder so erzählt. Oder schon mehr. Dass eigentlich... Ja, dass eigentlich Makedonien Sparta besiegt hat. Also, und... Aber Sparta hat schon große Armeen hier. Okay, da überlege ich nochmal. Vielleicht mal. Ich weiß nicht. Gut, also, auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es, wie gesagt, gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye.